Piloten, Ärzte und Wissenschaftler berichten die Wahrheit über Chemtrails. Wenn Flugzeuge einen Kondensstreifen erzeugen, ist das so ähnlich, als wenn sie an einem kalten Tag draußen spazieren gehen und ausatmen. Sie erzeugen einen Kondensstreifen. Die kleine Wolke ist wie ein Kondensstreifen. Wenn Sie nun an einem kalten Tag 3 Kilometer weit gehen, können Sie sich dann umdrehen und Ihren Kondensstreifen den ganzen Weg über 3 Kilometer zurückverfolgen? Ebenso verrückt wäre es anzunehmen, dass das, was wir am Himmel sehen, tatsächlich Kondensstreifen sind. Die normalen Kondensstreifen, also nicht die mit Chemikalien versetzten, diese Kondensstreifen treten aufgrund kalter Luft bei minus 30 Grad Celsius auf. Dazu muss man sich in großer Höhe befinden, ungefähr bei 9 Kilometern. Die Abgase enthalten zudem Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf. Daraus entstehen Eiskristalle. Und das ist der weiße Streifen hinter den Flugzeugen. Die Eiskristalle erwärmen sich, lösen sich auf und die Streifen verschwinden. Das dauert höchstens 1 Minute. Was wir jetzt beobachten können, und zuerst konnte ich es gar nicht glauben, ist nicht mehr normal. Ist natürlich. Irgendetwas passiert da. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder warum sie es machen, aber ich kann es bezeugen, dass es nicht natürlich und nicht normal ist. Irgendjemand beeinflusst das Geschehen von außen. Vielen Dank. Ich bin hier, um zu bezeugen, dass es die Chemtrails wirklich gibt. Es sind keine Kondensstreifen und sie sprühen fast jeden Tag. Ich habe mir die Wolken und die Sprühvorgänge angesehen und ich muss Ihnen mitteilen, dass diese Verunreinigung, die da auf uns herunterkommt, eine sehr, sehr große Gefahr bedeutet. Der militärisch-industrielle Komplex hat uns absichtlich getäuscht. Er ist auch verantwortlich für diese Wolkenformationen, für diese Manipulationen. Es sind verdeckte geheime Operationen, deshalb hört man darüber auch nichts in den Medien. Ich stelle fest, dass die Menschen jetzt öfter zum Himmel blicken. Das ist sehr wichtig. Ich habe schon oft über Chemtrails gesprochen und werde dann ungläubig angesehen. Wovon redest du denn? Ich antworte dann, schaut nach oben. Als Pilot schaue ich immer nach oben, bevor ich fliege. Und ich sage euch, Junge, Junge, die arbeiten wirklich hart an dieser Sache. Wenn Sie nach oben zur Sonne schauen und einen weißen Dunst sehen, dann ist das Aluminium, das in der Luft schwebt und es kommt von den Flugzeugen. Wir finden große Mengen von Aluminium, weil diese Chemtrails Aluminium, Strontium, Barium und Mangan enthalten. Angeblich kommt Aluminium ja überall vor, normalerweise aber nur in gebundener Form. Freies Aluminium kommt im Normalfall nicht vor. Trotzdem finden wir riesige Mengen von freiem Aluminium im Boden. Das kann gar nicht natürlich sein. Die ausgebrachten Metallpartikel sind sehr schädlich für die Umwelt, wir müssen das überwachen. Und wir müssen Tests dazu durchführen. Nun gut, zu meinen Vorrednern. Ich habe mir genau angesehen, woran sie arbeiten. Sie haben recht. Ich habe die gleichen Beobachtungen gemacht. Wollen Sie Zahlen hören? Ich habe das Regenwasser untersucht. 2013 konnte ich 13.100 Mikrogramm Aluminium pro Liter Regenwasser nachweisen. Normalerweise müsste der Wert 0 sein. 13.100 Mikrogramm sind ganz schön viel. Der Wert war mal 0. Im Jahre 2000 lag er bei 100. Seit 2010 bewegt sich der Wert im Tausenderbereich. Und zuletzt lag er bei 13.100 Mikrogramm. Im Schnee von Mount Chester, dem unberührten Mount Chester, waren es 61.000 Mikrogramm pro Liter. Das Vierfache von dem, was dort im Boden gefunden wird. Woher verdammt soll das kommen, wenn es nicht aus dem Boden stammen kann? Es gibt Wolken am Himmel, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ich sehe fast jeden Tag völlig neue Wolkenformationen. Die NASA hat einigen dieser neuen Wolken sogar Namen gegeben. Das finde ich sehr interessant. Die NASA ist übrigens ein Unternehmen. Das sollten Sie wissen. Die NASA hat mit metallisiertem Treibstoff geforscht. Sie haben den Treibstoff direkt mit Aluminiumoxid versetzt, da dieses über 2 Aluminiumatome und 3 Sauerstoffatome verfügt. Bei der Verbrennung wird Sauerstoff frei. Das steigert die Effizienz der Motoren erheblich. Das Aluminium bleibt allerdings in der Luft zurück. Es kommt vom Himmel auf uns herunter. Und das ist ein riesiges Problem. Da es von oben kommt, passieren verschiedene Dinge. Es ist in der Luft, die wir einatmen. Wenn wir diese Stoffe einatmen, gelangen sie über die Nase sehr leicht ins Gehirn und dringen dort ein. Sie dringen auch in den Frontallappen. Die Schadstoffe wurden bereits genannt, zum Beispiel Aluminium. Aluminium ist davon der wichtigste Stoff, denn er verursacht als primärer Produzent von freien Radikalen eine vorzeitige Apoptose, also einen Zelltod. Die Gehirnzellen werden vorzeitig abgetötet. Das Narbengewebe, das das Gehirn anschließend bildet, das sogenannte Amyloid, ist ein Teil einer chemischen Struktur, die Alzheimer begünstigt. Ich bin Neurologe und praktiziere seit 7 Jahren.
In den letzten 5 Jahren hatte ich es mit einer großen Anzahl von Patienten mit Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen zu tun. Ihre Anzahl hat enorm zugenommen. Sie hat sich beinahe vervierfacht. Als ich vor einigen Jahren in Hawaii war, begann mein Interesse für Chemtrails. Die Hawaiianer äußern sich sehr deutlich zu diesem Thema. Und ich kann etwas zu der zunehmenden Anzahl von Alzheimer-Fällen sagen. Es ist nun möglich, Aluminium extrem zu zerkleinern, deshalb bleibt es länger in der Luft. Das bedeutet aber noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob jemandem schon mal dieser metallische Geschmack im Mund nach dem Sprühen aufgefallen ist. Wenn Sie diese Partikel einatmen, durchdringen Sie das Siebbein und Ihre Nebenhöhlen und gelangen so ins Gehirn. Wie Sie bereits gehört haben, werden Nanopartikel versprüht, also extrem kleine Partikel. Diese Nanopartikel lösen im Gehirn eine Art automatisches Programm der Zellen aus. Und das führt letztendlich zu Alzheimer. Das ist Problem Nummer 1, denn wenn wir über Alzheimer sprechen, sagen wir, das betrifft die alten Menschen. Das eigentliche Problem und die Angst, die ich habe, ich bin zweifacher Vater und dreifacher Großvater, dass unsere Kinder im Mittelpunkt dieses Dramas stehen. ADS trat zum ersten Mal in den 70er Jahren auf. Autismus war noch gar nicht präsent. Es gibt keine Dokumente aus dieser Zeit, keine Informationen. Nur eins von 100.000 Kindern war betroffen. Heute betrifft es einen von 48 Jungen. Damals gehörte ich einer Gruppe von Ärzten an, die nach Aluminium bei ADS und ADHS Erkrankungen gesucht hat. Bei allen Kindern, die diese Auffälligkeiten entwickelten, stellten wir hohe Aluminiumwerte fest. Wir erarbeiteten Methoden und Programme, um den Körper von diesen Schadstoffen zu befreien. Daraufhin erholten sich ihre Gehirne. Wenn wir dieses Verfahren bei älteren Menschen anwenden, regeneriert sich das Gehirn nicht ganz so schnell, aber es erholt sich ebenfalls. Inzwischen können wir Alzheimer bereits bei 56-Jährigen feststellen. In den 70er Jahren bekam man es erst, wenn man 80 war. Erinnern Sie sich, dass vor 8 bis 10 Jahren Proteste gegen Aluminium in Deodorants begannen, da es Alzheimer verursachen könnte? Sehen Sie sich an, was Sie jetzt mit uns machen. Ein paar Hintergrundinformationen zu den bereits beschriebenen Nanopartikeln. Ein Nanometer ist ein Milliardstel eines Meters. Das ist sehr klein. Wenn die Partikel mit einem Durchmesser von 40 bis 50 Nanometern groß sind, können Sie 50 davon neben ein rotes Blutkörperchen legen. Sie sind extrem klein und sehr durchdringend. Der Zusammenbruch und der Rückgang der Landwirtschaft bereiten mir noch größere Sorgen als die Informationen über Autismus und Alzheimer. Was ich als Wildbiologe sehe, bereitet mir große Sorgen. Ich beobachte schon eine ganze Weile, wie das Ökosystem kollabiert. Wenn wir alle Organismen in unseren Flüssen verlieren, weil mit Aluminium belastetes Wasser in unsere Flüsse gelangt, sterben unsere Mikrobakterien ab und das gesamte Ökosystem wird gestört. Das geht weit über eine einfache Verschmutzung hinaus. Wie ist Monsanto auf die Idee gekommen, aluminiumresistente Pflanzen zu entwickeln? Diese Frage hat noch niemand gestellt. Insekten. Ich habe Studien in Siskiyou County durchgeführt. Es gibt von ihnen nur noch ca. 20% dessen, was einmal normal war. Die Wasserinsekten haben seit 2006 rapide abgenommen auf ungefähr 20% der normalen Population. Dieses Jahr habe ich bereits 200 Forellenmägen untersucht. 89% waren leer. Das gleiche gilt für Steinfliegen, Zweiflügler und Köcherfliegen. Sie sind weg. Das Problem im Boden sind nur noch 20% der normalerweise vorkommenden Arten, außer bei Schädlingen wie Ameisen. Wichtige Vogelarten sterben aus und wie es ein anderer Herr ausdrückte, das Ökosystem bricht zusammen. Und Beobachter sagen das seit Jahren. Die Stoffe, die jetzt in die Umwelt gelangen, sind Nanopartikel aus Aluminium und Bariumoxid. Es sind dieselben Stoffe, die für Nanothermit-Sprengstoff verwendet werden. Wenn sich diese Stoffe aus der Luft in der Umwelt ablagern, sind sie klein genug, um durch die Wurzelstruktur der Bäume zu dringen. Wenn dann, wie so oft, ein Waldbrand auftritt, brennen diese Feuer jetzt sehr viel heißer. Die Kosten für Brandbekämpfung und im Gesundheitswesen haben sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Die durch das Feuer zerstörten Flächen und die Auswirkungen auf die Gesundheit sind wirklich dramatisch. Ich habe das Wasser getestet und festgestellt, dass Aluminium in der 47-fachen Menge des normalen vorhanden war, Strontium in der 10- bis 20-fachen und Barium in der 20-fachen Menge. So sieht das aus. Ich habe es gesammelt. Die meisten Leute denken, es sind Spinnweben, aber ich habe es getestet. Es sind unglaublich hohe Aluminium- und Strontiumwerte enthalten.
Die anderen Proben hat man vernichtet. Die hier gebe ich also nicht aus der Hand. Wir sehen dieselben Testergebnisse auf der ganzen Welt. Der pH-Wert von sauren Böden ist 20 Mal alkalischer. Das Aluminium im Boden hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Der Regen ist im Durchschnitt 20 Mal alkalischer. Aluminium blockiert wesentliche Nährstoffe. In meinem Garten bekomme ich keinen normalen pH-Wert mehr hin, weil sich die Nanopartikel jetzt im Kreislauf von Pflanzen und Menschen befinden. Ab 1993 hat die Air Force eine In-vitro-Studie über die Toxizität von Aluminium-Nanopartikeln in Lungenbläschen von Ratten durchgeführt. Das heißt für Laien, sie haben die Auswirkungen dieser Partikel auf weiße Blutkörperchen in den kleinen Luftbläschen der Lunge getestet. Was sie in dieser achtjährigen Studie herausfanden, wenn man diesen Partikeln eine lange Zeit ausgesetzt ist, verlieren die weißen Blutkörperchen die Fähigkeit, den Körper gegen in die Lunge eindringende Infektionen zu schützen. Diese Partikel können in jede Zelle gelangen und dort die Funktion der Mitochondrien unterdrücken. Die Mitochondrien sind in den Zellen für die Ausscheidung von Toxinen und anderen für den Zellkern und den Reproduktionsvorgang schädlichen Stoffen zuständig. Durch das Einatmen der Aluminiumpartikel wird dieser natürliche Prozess blockiert und das Immunsystem massiv unterdrückt. Ich habe an die US-Regierung geschrieben, weil die Air Force ein Buch mit dem Titel veröffentlicht hat, ab 2025 kontrollieren wir das Wetter. Owning the Weather in 2025. Ich fragte sie, warum sprühen sie diese Chemikalien auf die Bevölkerung? Es ist eine Verletzung des United States Code 50 USC 1520, welcher der US-Regierung Experimente mit Chemikalien an US-Bürgern verbietet. Das Gesetz besagt außerdem, dass die US-Regierung in diesem Fall den Kongress innerhalb von 30 Tagen informieren muss. Sie haben behauptet, sie wüssten von nichts. Wir haben aber genug Beweise, dass überall gesprüht wird. Eisenhower und Kennedy haben vor dem Verlust unserer Freiheiten durch den militärisch-industriellen Komplex gewarnt. Sie setzen sich über uns hinweg. Wir haben viel größere Probleme als die Chemtrails. Es wird Zeit, dass wir uns dagegen wehren. Denn es schadet unserer Gesundheit. Es ist höchste Zeit, dass wir handeln. Der Bezirksrat von Suffolk, New York, hat Geoengineering geächtet. Auch Hawaii hat eine Verordnung zum Verbot der Technik verabschiedet. Ich bitte Sie dringend, Geoengineering in Chester County zu verbieten und eine entsprechende Verordnung zu verabschieden. Stellen Sie zumindest ein paar Fragen. Wieso gibt es hier diese Art von Aluminium? Warum sterben die Bäume und die Fische? Warum gibt es Spitzenwerte von Alzheimer und Aluminium? Was machen diese Fasern hier in Chester County? Heute hat der Bezirksrat von Chester County einige ernste, leidenschaftliche und fachkundige Beiträge gehört. Ich danke Ihnen dafür. Ich stimme mit meinen Kollegen überein, Briefe zu versenden und um Handlungsbedarf zu bitten, aber wir sollten noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte, dass wir eine Kopie dieses Videos der ganzen 2,5 bis 3 Stunden an unsere Senatoren, Kongressabgeordneten und Abgeordneten des Staates Kalifornien schicken. Sie sollten einen Eindruck von der Leidenschaft des heutigen Treffens bekommen. Vielen Dank. Der Antrag liegt Ihnen jetzt vor und ist, glaube ich, für alle verständlich. Ich bitte um Abstimmung. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Es hat mich nicht überrascht, dass die Reaktion weit über die Grenzen von Chester County hinausreicht, wie man an der internationalen Gruppe der heutigen Teilnehmer sehen kann. Das ist sehr beeindruckend.